Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Was würde uns unterwegs in der Schweiz als Touristennacht als erstes auffallen? Abgesehen von den Bergen oder dem Postauto oder dem Dampfschiff auf unseren schönen blauen Seen? Richtig, die vielen Geranien oder Pelargonien, wo man den Sommer durch auf zahllosen Balkonen und Fenstersims kann bewundern. Die dankbare Pflanze bietet mit ihrer Vielfalt an Farben, Sorten und Blüten immer wieder einen prächtigen Anblick. Und das ohne grossen Aufwand bis weit in den Herbst hinein. Wenn Sie Ihre Geranien vom letzten Jahr nicht haben können überwintern, wenn Sie alte Bestände müssen ersetzen oder wieder ergänzen, dann empfehle ich Ihnen jetzt einen Abstecher in den nächsten Coop-Laden zu machen. Sie finden dort ein umfangreiches Angebot an verschiedensten Geranien von wirklich guter Qualität. Aus Schweizer Aufzucht, gelüftet und abgehärtet zum günstigen Preis von 4,50 Franken pro Pflanze. Denken Sie beim Umtopfen daran, dass die Pflanzen für eine gesunde Entwicklung genügend Platz brauchen. Pro Pflanze rechnet man etwa 5 Liter Erde. In diesem Kistchen hat es also Platz für etwa 4 Pflanzen. Die Auswahl der Geranien ist natürlich in erster Linie eine Frage von Ihrem persönlichen Geschmack. Denken Sie aber daran, dass je nach Standort hellere oder dunklere Blüten besser zur Geltung kommen. Setzen Sie darum auch ein bisschen Kontrast. Kombinieren Sie und verwenden Sie zur Abwechslung auch einmal ein besonders dekoratives Pflanzengefäß. Die Pflege der Geranien ist wie gesagt einfach. Während dem Wachstum muss man es leicht feucht halten und dann zunehmend gießen. Wenn Sie zudem ein- bis zweimal pro Woche düngen und verwelkte Blüten abknicken, dann werden Sie viel Freude mit dieser blühwilligen Pflanze haben. Die Lussardi-Frischteigwaren haben wir Ihnen schon verschiedentlich vorgestellt. Ich erinnere an die gewalzten Nudeln oder an die verschiedenen Pizzen. Jetzt gibt es von Lussardi wieder etwas Neues. Ravioli mit besonders feinen und ganz speziellen Füllungen für höchste Ansprüche. Mit einer würzigen Basilikum-Parmesan-Füllung, mit einer kräftigen Steipilz-Füllung oder mit einer köstlichen Fleischfüllung, die langsam im Rotwein köchelt hat. Basilikum, Steipilz und Barolo, die neuen Lussardi-Ravioli, kommen Sie jetzt in unserer Traiteur-Abteilung über, neben vielen anderen Teigwaren-Spezialitäten. Möglichst wenig Verpackung, so viel Material wie möglich einsparen, bei uns seit langem ein ernsthaftes Anliegen, das mit Erfolg vorantrieben wird. Für Coop-Exklusivmarken hat man im letzten Jahr das Verpackungsmaterial um mehr als 400 Tonnen können reduzieren, was immerhin 50 vollen Kehrichtsammelwagen entspricht. Am gleichen Strick ziehen auch die Hersteller von bekannten Markenartikeln, wie zum Beispiel Süßchar Express. Das beliebte Schokogetränk wird jetzt nämlich in einer ökologisch stark verbesserten Verpackung angeboten. Gegenüber Konkurrenzprodukten verbraucht die neue Verpackung vom Süßchar Express bei der Herstellung wesentlich weniger Luft, Energie und Wasser. Der unschädlich vernichtbare Innenbeutel und der Aussenkarton für die Altpapiersammlung vereinfachen zudem die Entsorgung. Dank dem innovativen Verpackungskonzept können Sie also den tollen Schokogeschmack von Süßchar Express jetzt noch unbeschwerter geniessen. Das Coca-Cola, das Fanta Mango und das Sprite sind bei uns zurzeit zum Aktionspreis erhältlich. Aber das ist noch nicht alles. Gib dir einen Kick. Mach mit am großen Coca-Cola World Cup Game mit total 6 Verlosungen. Bei jeder Verlosung zu gewinnen, 4 USA-Reisen ans WM-Finale in Los Angeles, 3 coole Coca-Cola Hi-Fi Towers und jedes Mal 1000 Coca-Cola T-Shirts. Etiketten von den Coca-Cola, Fanta und Sprite-Flaschen reißen, mitmachen und gewinnen. 6. Mai, Einsendeschluss für die nächste Verlosung. Zusätzlich verlosen wir zusammen mit Coca-Cola eine Reise für 2 Personen und zahlreiche Einkaufsgutscheine. Teilnahmeschein gibt es jetzt in unseren Läden. Raffiniert, aber günstig sind unsere Rezepte, die wir Ihnen alle 14 Tage im Coop-Studio vorstellen. Heute ist es wieder so weit. Dass Trutenschnitzel alles andere als langweilig sein müssen, möchte ich Ihnen heute mit meinem Trutenragu beweisen. Die tiefgekühlten Trutenschnitzel von Goldstar lassen abtauen und in 3 bis 4 cm grosse Stücke schneiden. In einer Marinade aus Weisswein, Zwiebeln, Knoblauch, Pfefferkörner, Thymian und Rosmarin ansetzen und einige Stunden, am besten über Nacht, ziehen. Am nächsten Tag das Fleisch aus der Marinade nehmen, abtupfen und im heißen Öl anbraten. Trüebli dazugeben, würzen, mit Mehl bestäuben und mit Bouillon und 2 Deziliter Marinade ablöschen. Das Gericht zudecken, 10 Minuten köcheln, die tiefgefrorenen Erbsen und kurz vor dem Servieren den sauren Halbrand dazugeben und die Soßen abschmücken. Zu dem Trutenragu passen Nudeln oder Trockenreis. Und das Rezept finden Sie diese Woche wie immer in unserem Inserat mit dem günstigen Aktionsangebot.
Neben den Trutenschnitzel gibt es noch weitere Produkte zum Aktionspreis. 450 Gramm Eperi aus Italien im Körbli kosten zum Beispiel nur 2,20. Drei Packungen Schoko Petit Beurre vom Wernli kommen sie über für nur 6,75. Und alle Arni-Schocken kosten nur noch 1 Franken. Schweinix ist 20% günstiger, und zwar jedes Stück von ihrer Wahl. Für die Kinder gibt es Bermudas mit T-Shirt für nur 20 Franken. Und da noch der Coop-Preisabschlag. Boulette-Vollnahrung für Katzen kostet von jetzt an nur noch 85 Rappen. Im Coop-Restaurant gibt es Lachsteak mit einer Sauce Bernays, Salzherdöpfli und Blattspinat. Und zwar kostet das nur 9,50. Mit dem Hinweis bin ich schon am Schluss für heute. Auf Wiedersehen.